Ja, der Kapitän des FK Pirmasens, David Becker, ist gerade vom Felix Bürger gekommen. Für den hast du Karten hinterlegt, habe ich an der Kasse gesehen. Der Felix hat das Spiel beobachtet, ein Spiel, das einen bitteren Ausgang hatte. Ja, definitiv. Ich denke, dass wir heute eigentlich ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Defensiv haben wir sehr gut gestanden, haben eigentlich kaum Torchancen zugelassen. Ich meine, zwei Stück waren es für Homburg. Im Gegenzug haben wir, ich glaube, vier richtig gute Chancen, von denen wir einfach einen machen müssen. Ja, und so wie es dann manchmal läuft, kriegst du in der 85. dann das Gegentor nach einem Elfmeter, was extrem bitter ist einfach, ja. Hast du den Elfmeter beobachten können? Ich habe es nicht genau gesehen. Der Benni hat den Ball nicht richtig festhalten können. Und dann habe ich schon den Homburger auf dem Boden gesehen. Ja, genau. Der Benni wollte den Ball fangen. Er rutscht ihm, glaube ich, aus der Hand raus. Und dann trifft unser Verteidiger in dem Moment den Stürmer. Also war schon ein Elfmeter. Ja, einfach unglücklich. Es ist so, dass wir einen unheimlichen Kampfgeist heute gezeigt haben. Die Homburger waren wohl, wenn man das Spiel neutral beobachtet, die technisch bessere Mannschaft, auch im Spielaufbau vielleicht. Aber ihr habt heute einen dermaßen kämpferischen Akzente gesetzt und diese vier Großchancen rausgearbeitet. Das gibt doch Hoffnung für die Zukunft, für die nächsten schweren Spiele. Ja, absolut. Also ich glaube, dass wir die Runde gegen keinen Gegner irgendwie chancenlos waren. Auch heute wieder. Wir hatten gerade im Mittelfeld sehr viele, sehr gute Ballgewinne, konnten dadurch schnell ins Umschaltspiel gehen. Und das ist jetzt auch gegen Elversberg ganz klar unsere Vorgabe, die wir haben, dass wir auch da wieder sehr kompakt stehen, unsere Zweikämpfe führen, die dann hoffentlich auch wieder gewinnen und dann eben auch nach vorne spielen. Und wenn wir so weiterspielen, punkten wir auch definitiv. Wir müssen halt die entscheidenden Momente vorm Tor, aber auch bei uns hinten im Tor, die müssen wir einfach noch besser machen. Das ist das Einzige, was ich jetzt sagen würde, was wir verbessern können. Aber ansonsten haben wir heute auch wieder ein gutes Spiel gezeigt. Du denkst jetzt nicht, dass die Mannschaft in ein mentales Loch hier fällt, aufgrund dieser Leistung, wo man sehen kann, dass man mit einer Mannschaft, die aufsteigen will, ohne weiteres mithalten kann? Nee, absolut nicht. Also da glaube ich, sind viele Spieler dabei, die auch schon erfahren genug sind. Klar ist man heute angefressen, auch absolut zu Recht. Morgen früh haben wir aber wieder Training und dann werden wir das Spiel auch direkt analysieren, denn am Dienstag geht es ja schon weiter. Also ich glaube nicht, dass uns das irgendwie aus der Bahn wirft. Würde ich auch sagen, lasst euch nicht unterkriegen. Mit der Leistung von heute könnt ihr gegen jede Mannschaft in der Regionalliga Südwest bestehen, denke ich. Was zu deiner Person noch oder der Spielanlage vom FK Pirmasens. Diese Lösung mit Daniel Bohl und dir auf der 6, so ein bisschen im Wechsel, du hast das bisschen Cisse-Funktion auch gespielt. Ist das jetzt die Lösung für die Zukunft im Mittelfeld? Ja, was heißt die Lösung für die Zukunft? Salif ist halt zurzeit verletzt, deshalb spielen zurzeit Daniel und ich auf der Position. Aber wir haben im Oktober auch 8 Spiele. Da wird sich zeigen, ob wir beide auch die Belastung über 8 Spiele halten können. Ich habe es letztens auch zu der Mannschaft gesagt, dass auch die Spieler, die jetzt vielleicht nicht so zum Zug kommen, auf keinen Fall den Kopf hängen lassen sollen. Wie gesagt, es sind 8 Spiele im Oktober, da wird jedermann gebraucht. Da wird wahrscheinlich schon eine Rotation auch fällig werden. Ja, und da werden vielleicht auch die ein oder andere Verletzung vielleicht auch mal dazukommen. Und einen Herr Becker mit einer gelben Karte eventuell aussetzen. Ich hab ja schon 4. Ich dachte eigentlich, dass ich es heute kriege im Derby, aber ich bin noch zum Glück davon gekommen, gerade noch so. Von daher braucht man da jeden Mann. Würde jetzt nicht sagen, dass wir da irgendwie uns festgespielt haben. Im Gegenteil, ich finde, wir haben einen breiten Kader, wir brauchen alle und das ist auch gut so.